Okay. Also man muss echt sagen, WoW und FF14 sind das schon ähnliche Games. Fühle mich gerade hier nur wie als würde ich das erste Mal ein MMO spielen. Komplett komisches Gefühl, wenn ich jetzt Hilfe brauche und nicht derjenige bin, der Hilfe gibt. Ach, ist auch mal ganz schön, oder? Aber es ist verständlich, es ist schon eine Umstellung. Für mich ist es halt auch mal seltsam, dass ich auch mal bei manchen Sachen jetzt helfen kann. Wo ich zum Beispiel in anderen Spielen eher so das stehe und dann sage, was? Was wollt ihr jetzt von mir? Jetzt sind die Rollen mal vertauscht. Vergleich mal gerade uns beide mit der F14. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich erinnere mich auch noch an meine Anfänge in FF14. Teilweise heute noch. Ja, das waren Zeiten, als wir noch jung und knackig waren. Und nicht so vom Leben gezeichnet. Alter, da ist ein Regenbogen! Voll schön! Ein Regenbogen. Ich bin noch nie hier drin. Du bist noch gar nicht tot. Ach komm schon. So komisch, bin von WoW, hat mir ein paar Sachen von dir und Mira erklären lassen und boom, konnte ich das Spiel. Hier wird es echt etwas dauern, bis ich den Dreh raus habe. Ach, Quatsch. Ich glaube, das wird recht schnell gehen. Ich komm nach Stock, das ist in deiner Nähe. Okay, komm ich gleich hin. Wo es im Ende ja das gleiche ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, dann komme ich einmal kurz nach Stock. Ich bin eine wunderbare Trillerpfeife hier. Stock ist ja direkt nebenan. Wieder einer wegrennt. Na? Ausgeschlafen? Schlafen tat gut, das glaube ich. Das glaube ich. Du wurdest schon sehnlichst vermisst, Luna. Wo war das? Ich glaube, das war's. Wieso nun das? Weil du ein fester Bestandteil hier vom Stream bist. Deswegen. Was ich so lange nicht mehr gesehen habe, die echt vermisst. Ja. Oder du gehörst einfach dazu. Punkt. Wir tanzen hier einfach mal so über Bildschirm. Ich werde gleich rot. Ach was. Wir tanzen hier erstmal. Ist das so, ich hält?
Weil irgendwie sieht der Tanz cool aus. Etwas creepy, aber trotzdem cool. Naja. Aber das Gute ist, es wird langsam Nacht. Und das ist ein schönes Bett. Warte mal. Hallo. Bett gemacht. Der Regenbogen sieht jetzt so schön aus. Ob man am anderen Ende einen Goldtopf findet? Das Stream ist nicht ja selbst, wenn du nicht dabei bist. Das stimmt. Dasselbe gilt aber auch für dich, Hybrid. Was während Aufgaben? Da bist du ja. Voll hübsch. Also das passt echt zum Baden. Wolf. 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 Wauzi. Wauzi, Wolf. Wolf. Wolf, Wauz. Haben will. Geht schon wieder los, ey. Haben will. Wauzi, haben will. Und jetzt geht los. Ja, haben wohl. Oh, haben wohl. Es jault. Ich habe den Mut an. Ich brauche es. Ich brauche es. Wir haben. Oh Gott. Ich werde gleich mit Mistgabeln verfolgt, ich merke es schon. Was denn? Ey, komm, als wenn der nicht knuffig ist. Also, als wenn das nicht knuffig ist. Ich brauch das. Ich brauch das. Gibt bestimmt doch Katzen, oder? Na? Nicht nett. Gar nicht nett. Haben. Haben. Das war für haben wohl. Ach komm schon! Also, wenn man den nicht haben möchte. Bin im Glück. Mach das, Luna. Pfötchen geht da weg. Nein, ich kann nicht mehr. Das ist so süß. Guck mal, das Meerschweinchen da. Ich werde nie wieder ein Privatleben haben. Oh Gott, ist das süß. Ey, komm. Also, wenn das nicht niedlich ist. Ja, aber ganz im Ernst. Kann man das? Kann man es nicht haben wollen? Es gibt ja noch einen Wein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gucken sie sich heute noch Pets an. Ja. Haben wollen. Nein. Nein. Wenn sie jetzt eine Katze auspackt, sag ich nichts.
Bisher war noch keine Katze dabei, also. Ne? Oh, der ist auch süß. Vor allem mit den ganzen Fältchen. Das Vieh besteht ja nur aus Falten. Aber es bringt mir so einen Grieve, dass es gebraten auf dem Teller liegt. Du kannst es knuddeln und lieb haben und schmusen? Oh mein Gott. Okay, vor dem Viech hätte ich Angst. Ich weiß nicht, das ist so die Art Hund, die mag ich nicht so. Wo der cool aussieht. Nazgul-Hund. Hund der Ringgeister. Aber ganz ehrlich, als Hobbit könntest du auf dem Vieh reiten. Oder in FF14 als Lada. Du könntest auf dem Vieh reiten. Du bräuchtest kein Reittier mehr. Das ist dein Reittier. So rein theoretisch. Wenn man es jetzt mal ganz so gut betrachtet. Ich habe Angst vor meinem eigenen Energy. Aber sei beruhigt, bisher war keine Katze dabei. Oh, die ist... Wie klein das Pferd ist. Wie klein das einfach mal ist. Oh mein Gott, ist das süß. Das ist genau wie die Ladas, ey. Das ist genau wie die Ladas. Einfach nur knuffig. Ist das süß. Das ist süß. Nein. Oh Gott. Oh Gott, ist das süß, ey. Wir kommen hier heute nicht mehr weg. Wir stehen hier morgen früh noch. Oh Gott, ist das süß, ey. Der sieht aus wie so ein Weihnachtspony mit Geschenken, oder? Da irre ich mich. Oh mein Gott, das hat Schleifen im Haar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist süß. Die Öhrchen, wie sie sich bewegen. Das beim Julfest. Oh, ey. Okay, ich muss die Feste mitmachen. Ich weiß schon, wie Hybrid wieder vorm PC sitzt. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Ein missratener Elefant? Es wird ja nicht auf Rat gehört. Ihr solltet nicht dieselben Fehler machen. Es tut niemandem gut. Es kennt halt noch keiner die Konsequenzen, die es mit sich ziehen wird. Du schon. Luna auch. Und trotzdem befriedigt ihr meine Sucht. Ich sag nur die Vögel, die Wölfe. Na gut, die Wölfe haben wir noch nie angefangen. Aber die Vögel und die Pferdchen. Ne? Also, ne? Oh, es ist dunkel. Ich kann jetzt hier das Ding mit dem Ringgeist machen. Deswegen gebe ich ja die Warnung immer raus. Ja, aber das glaubt halt keiner, ne? Das glaubt halt keiner. Weil wir genau das kennen. Kann ich auf dem Pferd eigentlich auch Emotes machen? Oder? Auf dem Pferd auch.
Salutieren. Lol. Ich kann auch trinken. Geil. Oh, das Reich hier ist cool. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Ich will gar nicht mehr sehen. Ich wollte gerade sagen, komme ich da jetzt nicht mehr durch? Doch, so, komme ich. Hier fährt es ganz langsam. Ich will so viele Sachen haben. Ich will es ab. Aber es war, wie gesagt, ist ja keine Katze dabei, ne? Alles gut. So, warte mal. Warte, jetzt kann ich auch einmal hier zu diesem Hof da hinten, ne? Danke fürs Zeigen auf jeden Fall. Ja, eine Katze habe ich nicht. Ist vielleicht doch besser so. Ich glaube, dann hätte ich sie dir geklaut. Wäre damit weggerannt. Und das ist nicht gut. Nicht? Es gibt einen Shop. Ah! Wie teuer ist die Katze? Mal nachgucken. Weil dann weiß ich, worauf ich spare. Durch die Bezwingertaten. Und die nächsten Punkte, die ich dann im nächsten Monat kriege. Aber ich kann gleich mal gucken. Die andere 495. Warte mal, Sammlungen. Begleiter. Oh, die gefleckte. Die gefleckte dreifarbige. Rattenfangende Katzen. Okay, ich hole sie mir alle. Alle, die da sind, hole ich mir. Aber ich habe erst 148 Punkte. Da muss ich noch ein bisschen sammeln. Also, jetzt sind ja nicht viele im Shop, also nicht viele Begleiter im Shop. Sind, glaube ich, gerade nur 7. Ich habe mir den Fehler gemacht. Ja, Hybrid, du lernst selber nicht raus. Ah, schön. Ich weiß, dass ihr das also nur macht, um meine Sucht zu befriedigen. Ja. Den Wolf so tue ich dir. Ich meine, hätte noch müssen. Der Name der Schaf. Dariel, aber. Nein. Nein. Du sollst mir da nichts holen. Wir wollen es hier nicht wieder so anfangen wie in FF14. Wir wollen gar nicht so anfangen. Nein, nein. Aber trotzdem Dank. Whee! Ronimo. Aua. Ich hab jetzt mal wieder die Beine gebrochen. Warum glaube ich nicht, dass ich in einer halben Stunde Feierabend mache? Ich habe so das Gefühl, es werden wieder Wetten abgeschlossen, ob ich wirklich in einer halben Stunde Feierabend mache. Ich will einfach nicht aufhören zu spielen, das ist das Schlimme. Ich weiß schon, dass ich morgen wieder verpenne, mit dem Mund rauszugehen.
Das kenne ich, ja. Auch das ist richtig schlimm. Wenn ich auf irgendwas gehypt bin, dann höre ich einfach nicht auf. Ich kann einfach nicht mit aufhören. Furchtbar. Hey, rüber. Was manche Leute sich rausnehmen. Hallo, du schwarzer Reiter. Meine Güte, was wollt ihr? Meine Güte, bitte geht noch nicht. Ja, okay. Geheimnis des Halsbandes. Was benötigt ihr? Bitte wartet eine Minute. Sprecher zu Wilma Bröger. Wilma! Wilma! Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, toll. Dann als erstes. So Frage, wo kann man sich das Reiten kaufen? Also dadurch, dass ich die Mithril-Münzen, also dass ich so Mithril-Münzen hatte, konnte ich mir das direkt beim Mithril-Münzen-Händler kaufen. Ich glaube, an sich kannst du es dir, meine ich, im Shop kaufen. Also wenn du hier über den Shop gehst. Ich weiß nur nicht, ob man vorher diese Quest hier oben im Hengstackerhof gemacht haben muss. Da bin ich mir gerade unsicher. Weil ich habe mir das bisher immer über die Mithril-Münzen gekauft. Im Shop für 95 Punkte, okay. Oder so. Wie gesagt, ich hatte halt. Das war der Vorteil nur von meinem. Gott. Damaligen Versuch. Vor 2 oder 3 Jahren hatte ich noch Mithril-Münzen übrig. Dann ging das. Daher habe ich auch mal. Also. Pferdchen habe ich ja damals aus dem Shop geholt. Aber das hatte ich mir damals zusammengeholt. Das Ding und Mithril-Münzen. Und ich glaube sogar ein Erweiterungspack. Guck mich da irgendwas an? Dann schaue ich mal. Mach das! Wie gesagt, ich glaube, man muss so irgendwann mal so eine Quest machen. Hilfe. Hilfe. Hallo. Wir nicht. Wir hier weg. Dann nimmst du das Billigste. Ja, das Billigste vom Billigsten. Die Billigen. Wobei man sich auch, wenn man sich ein Reittier holt, auch Reiten und Pferd zusammen kaufen kann. Jetzt glaube ich auch so Pakete. So günstige. Such nach Spuren des schwarzen Reiters. Hier. Und ein schwarzer Umhang. Zurück, Marsch. Müsste jetzt eingeschaltet sein, oder? Hallo, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, Veronika hier. Komm, lauf. 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 Hm.
Und? Rennst du weiter? Oh, bitte. Stockwaldhof. Ah, gut, gehen wir erstmal wieder in die Sümpfe. Das hat niemals ein Ende. Niemals. Eine Quest fehlt uns doch dafür. Komm schon. Okay, Kupfer. Kupfer nehmen wir nochmal mit. Wir zumindest so weit kommen, dass wir direkt beim nächsten Mal im Breland weitermachen können. Der einzige Grund, warum ich noch weitermachen will. Weil wir beim nächsten Mal nicht mehr so lange im Auenlandtier verbringen müssen. Obwohl das Auenland schön ist. Ich liebe das Auenland. Ich will mit der Hauptstory weitermachen. Wir hinten nicht schon. Okay, das Eger ist. Tat abgeschlossen. West ebenfalls. Also einmal nach Waldhof. Einmal nach Waldhof. Nehmen wir wieder mit. Nein, 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 nein. Lade von Bingo Boffin. Sind doch bei dem Waldhof. Handvoll Blaubeeren. Ne, die pflücken wir jetzt mal nicht. Ich mache hier schon genug Scheiß mit uns rum. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Jetzt muss ich wieder nach da oben. Nein, nein, nein! Oh Gott. Autsch. Wir haben uns erst mal das Beinchen gebrochen. Zeig dein Haustier. Okay, warte mal. Wir haben ganz kurz gucken. Was haben wir denn für ein schönes Bild hier mal? Irgendein süßes Bild. Irgendein. Ja. Nee. Nee. Ich suche eins von meinem Dickerchen. Aber ich suche eine süße. Ja, das hier. Das. Tada! Mein kleiner, fluffiger Salem. War noch in meiner alten Wohnung. Das ist mein kleiner Schmusetiger, mit dem ich eigentlich fast jede Nacht knuddel.
Die süße kleine Spatz. Und unser ältester Kater. Ist jetzt im August 9 geworden. Der kleine Süße. Schnüff. So. Er wartet wahrscheinlich auch wieder sehnsüchtig oben. Er hat zurzeit die Angewohnheit, dass er wieder auf meiner Brust schläft. Also hier die Vorderpfoten direkt hier oben. Köpfchen dann auch direkt in der Nackengegend. Dann aber komplett sich hinlegt. Macht er zurzeit wieder sehr gerne. Ein kleiner süßer Knuffel. Aber bald hat er ja auch seine Mami. Wäre halt wirklich nur noch dieses Gebiet hier soweit machen. So, zumindest so, dass ich zufrieden bin. So, dass ich zufrieden bin. Hm. Gemütlich uns hinlegen können. Und nochmal Kupfer. So, hier einmal rein. Oku Fallpaut. Ah, da ist er. Hi. Du meine Güte! Ja. Jetzt geht raus. Jetzt wieder da hinten zurück. Dann können wir einmal kurz mit Bingo quatschen. Ich befürchte, dass Bingo keine guten Nachrichten für uns hat. Ich ahne irgendwie was ganz Fürchterliches. Der Bingo noch auf dieser Seite steht. Lasst uns die Brücke überqueren und meiner Base Priska einen Besuch abstatten. Mhm. Es ist gar nicht so lange her, dass ich hier ganz in der Nähe das Schwimmen gelernt habe. Wisst ihr noch? Gleich da drüben. Bingo ist einen Augenblick lang in Gedanken versunken. Danke, dass ihr nicht allen gesagt habe, dass ich gar nicht richtig geschwommen bin. Das war ein netter Zug von euch, dass ich nicht vergessen den ich nicht vergessen werde. Trotzdem wird es ein feines Abenteuer werden, auch wenn wir über die Brücke und nur an Land gehen. Lasst uns die Brücke überqueren und meine Base Priska einen Besuch in ihrem Haus in Neuburg abstatten. Wenn ich mich recht entsinne, liegt ihr Haus direkt hinter der Brücke und dem Bocklandturm, das erste auf der linken Seite. Okay. Gut. Bingo gibt's auch tolle Pets. Echt? Soweit habe ich bisher noch gar nicht gespielt, dass ich da irgendwie großartig was sehen konnte an Pets. Ich nehme mal an, kann man sich dann mit diesen Bingo-Abzeichen holen, ne? Gibt es diese Händler dann auch nur da in Michelbinge oder sind sie dann später auch woanders noch? Bei Michelbinge gibt es ja diesen einen Typen direkt bei den Stellen. Oder gibt es dann von Gebiet zu Gebiet mehr? Wir wandern mit. Ja, okay. Gut zu wissen. Ich bin falsch gelaufen. Ach, jetzt müssen wir den komischen Wolf da besiegen. Okay. Dann besiegen wir das Wölfchen da auch noch. Denn ist gut, wenn er mit mir mitwandert. So, wo ist er da? Süß. Und
dann aber wieder komplett zurück. Wie, es gibt jetzt noch mal was. Tut mir leid, für den Timeout. Du darfst leider noch keine Links posten. Wenn du das nächste Mal einen Link posten möchtest, frag am besten vorher, dann kann ich einmal für 60 Sekunden aufheben. Tut mir leid, mein Bot mag das nicht. Bitte nicht übernehmen. Aber wir sind da immer sehr, sehr vorsichtig, was Links angeht. Also nicht wundern, bitte. Hallo. Weil noch bist du ja noch kein VIP. Weil als VIP hast du dann ja auch die Möglichkeit, dass du Links teilen kannst. Dazu musst du allerdings Kanalpunkte sammeln. Um das zu schaffen. Ansonsten, wenn du, wie gesagt, das nächste Mal einen Link teilt haben möchtest, beziehungsweise einen Link teilen möchtest, sag einfach Bescheid. Und dann machen entweder ich oder meine Mods einmal kurz Command, dann kannst du das machen. Kann aber einmal. Warte. Ich teile ihn einmal für dich nochmal. Damit die anderen das auch sehen. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe ihn jetzt noch einmal kurz nachträglich geteilt. Weil hier kommen halt manchmal auch Leute rein, die dann auf Englisch schreiben, so: Hey, möchtest du berühmt werden mit Link und so weiter? Und, ne, um Leute zu schützen, haben wir das halt ausgeschaltet, dass Links geteilt werden dürfen. Gehen wir hier auch noch einmal ab. Meine Güte, was wollt ihr? Ja. So, wir haben's geschafft. Da bin ich wieder. Ey, alles gut, alles gut. Konntest du ja auch nicht wissen. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh. So, dann möchte ich einmal ganz kurz verkaufen. Verkaufen. Juhu! 7 Gold. Ich glaube, wir brauchen dann noch 100 Silber. Das hier will ich nicht verkaufen. Das will ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Sollaufkommen im Online. Ich habe zumindest hier dieses Dingelchen hierfür. Beziehungsweise, okay, ja, hier bräuchte ich halt noch 43 von 75, aber dazu müsste ich dann ja auch die ganz, ganz kleinen Aufgaben machen. Und das mache ich alles nachträglich. Im Stream mache ich halt wirklich nur das, was aufleuchtet, diese goldenen Dinger. Und die ganzen Sachen hier im Buch der Taten hole ich nachträglich. Auch Kuchen und Post. Post habe ich jetzt teilweise gemacht. Also hier die drei Dinger. Das mache ich erst nachträglich. Damit ich nebenbei auch noch ein bisschen was zu tun habe. Weil wichtig ist mir halt größtenteils erstmal Story. Weil ich spiele ja noch mit einem anderen Char quasi mit einem Kumpel von mir. Beziehungsweise mit einem Mod von mir. Und da machen wir halt wirklich alles. Halt auch das Buch der Taten. Zumindest versuchen wir es komplett zu machen.
Das ist auch immer eine Aufgabe, wenn du das abgibst. Ja, das weiß ich. Das weiß ich tatsächlich. 90 Minuten, dann ist Game Over. Stimmt. Ihr habt zumindest mein Ziel für heute erreicht. Das ist schon mal gut. Weil ich wollte es zumindest schaffen, dass wir so für mich erstmal das Auenland so grob durchkriegen. Bis dahin, wo wir jetzt sind. Hallo Bingo. An die Weinbrücke. Tschüss Auenland. Willkommen im Breland. Ja! Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Und natürlich Wut. Okay, ist zwar noch über meinem Level, aber komm, nehmen wir an. Und hier. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja. Darf ja. ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja. Hallo? Könnt ihr mir behilflich ihr? Sein? Dürft ihr? Noch irgendwer? Ja, du auch noch. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja. Dürfte ich, ja. So. Ist auch noch jemand? Ne? Hat später einen schönen Titel. Okay. Brauchst du einen Schlaf und desto mehr freust du dich, dann wenn du wieder morgen wieder an den PC gehst und dann weiterspielen kannst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ah, ich freue mich auch so. Jetzt brauche ich, glaube ich, weiß gar nicht, 100 oder 200 Silberstücke, glaube ich, noch. Dann kann ich mich nochmal nach einem Haus umsehen. Ich will hier unbedingt ein Haus haben. Mein fetter Bingo war so lange nicht mehr hier. Es geht mir ja nur um deine Gesundheit. Ich weiß. Nein, ich mach gleich aus, keine Angst. Oh, mein fetter Bingo war so lange nicht mehr hier. Und das Haus ist so schmutzig und unordentlich. Hätte er mir doch nur vorher in einem Brief geschrieben, dass er kommt. Meine Kinder sind allerdings gerade außer Haus und erledigen Botengänge im Kriegloch, Neuburg und Bockland. Würdet ihr ihnen vielleicht sagen, dass sie nach Hause kommen sollen? Ihr fragt Priska, wie ihr ihre Kinder finden könnt und sie grinst. Ich kann euch sagen, was ich glaube, wo sie hingegangen sind. Angelika liebt Tiere. Sie ist immer darauf bedacht, sie zu füttern und zu tränken. Und mag sogar das Putzen. Ist ein Tier in Not, ist sie immer darum, ihm zu helfen. Berylak hilft auch gern bei der Arbeit, aber nur, wenn sie nicht in der Nähe eines ruhigen, sonnigen Plätzchens befinden, in dem er sein Nickerchen halten kann. Wahrscheinlich schläft er gerade irgendwo in einem Heuhaufen. Camelia ist mit einem Eimer losgezogen. Sie wollte Wasser vom Brunnen holen. Dinodas schwärmt schon seit einiger Zeit für die junge Kellandin? Okay, Kellandin Brandybock. Vielleicht weiß sie, wo er ist. Esmeralda geht gerne im Krötensumpf tanzen. Lol. Fosco zeichnet sich unter meinen Kindern dadurch aus, dass er den Fluss und die Fähre liebt und gerne das Bootfahren erlernen möchte. Wahrscheinlich träumt er irgendwo unweit der Bockenburger Fähre in den Tag hinein. Ich war mit Griffo heute Morgen auf dem Bocklandmarkt, hatte aber schnell die Nase voll und bin wieder nach Hause gegangen. Griffo könnte immer noch dort sein. Er biss gerade herzhaft in sein Essen, als ich losging. Wollen wir, dass du noch länger streamen kannst? Das stimmt. Ich gehe jetzt nämlich auch ins Nest. Mach das, Junge. Mach das. Und vielen, vielen lieben Dank auch für deine Hilfe. Und für dein Follow nochmal. Ich habe zu danken. Schön, dass du da warst. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, die mache ich auch gleich aus. Werde sie vielleicht noch den Stallmeister suchen. Und dann mal gucken. Man würde sagen, das war ein Tollig. Oh Mann. Hafenmeister. Das ist neu. Glaube ich. Hi. Hallo Hafenmeister.
Ich kann mich nicht erinnern, dass du da schon mal gestanden hast. Als ich vor Jahren das letzte Mal gespielt habe. Zumindest hier in der Gegend war. Wie gesagt, ich werde dann gleich einmal nochmal gucken. Wegen Haus. Vielleicht einmal kurz. Auf diesem Markt gibt es so viel leckeres Essen. Warte mal, kann ich mich denn nicht eigentlich hinteleportieren? Machen wir einmal ganz kurz. Ich will zumindest gucken, wie teuer es ist. Im Endeffekt. Einmal kurz Loki machen. Ich weiß nicht, wie viel ich noch sparen muss. Und ob überhaupt noch was frei ist. Auf dem anderen Server war was frei. Hier weiß ich es nicht. Gott, lange ist es her, dass wir hier waren. 24 Stunden. Vor 24 Stunden waren wir hier. Ich weiß gar nicht, ob ich da einfach so hin kann. Oh, einfach mal. Wir gucken einfach mal, was es da so Todes gibt. Den schiebe ich mich hier da schon mal rein. Ich glaube, es fehlen nur noch ein paar Talerchen. Dann können wir uns das Haus nämlich leisten. Springen. Und dann müssten wir, glaube ich, gleich nach rechts. Gehe ich mal von aus. Meiner? Ja. Ah, sehr gut. Ich kenne den Weg noch. So ein langer Weg und wahrscheinlich können wir es eh noch nicht kaufen. Aber ich könnte vielleicht noch ein paar Sachen vorher verkaufen. Vielleicht. Ja, das geht noch zusammen. Das ist mir eh die Frage, wo ich das nochmal machen kann. Also im Auenland steht da so ein Typi vor. Sehen, ob das hier auch der Fall ist. Oh, das ist hier Michelbinger, das bin ich ja nicht. Wie darf ich euch zu Diensten sein? Das ist das Kleine. Siebener. Sieben. Luxushaus. Das hier ist das Sippenhaus, also quasi Gildenhaus. Also bei den... Scheint es aber echt günstiger zu sein.
Okay, warte mal, wir gucken uns einmal. Einmal eine Hausführung machen. Okay. Okay. Der Gerüche haut. Was ist das denn? Sehen alle Häuser von innen gleich aus? Das wüsste ich halt jetzt halt gerne mal. Hybrid! Ernsthaft? Geh mal von aus, hier sind die Sippenhäuser. Irgendwo hier an den Rändern. Kaufen wir uns das Haus? Gefällt mir die Lage? Zweifelhaus von Fimba. Okay, das ist ja... Das hier ist sogar schon vergeben. Frage ist, wie komme ich jetzt einfach mal wieder zurück, ne? Oder kaufen wir uns das einfach? Das ist halt noch nicht, ne? Erstmal noch mal zurück. Gucke erstmal noch mal. Das hier Haus von Grohrund, okay. Das ist schon vergeben. Das ist auch vergeben. Ein paar Leute haben ja hier Häuser, ne? Auch vergeben. Das auch. Das auch. Lieber von aus. VIP-Belohnung, Aufträge. Okay, hier geht es dann wahrscheinlich raus. Marktstein. Okay, hier ist die Type wieder. Tut mir leid, Melon. Wie kann ich euch helfen? So. Guten Weg. Team für draußen. Zugang zur gemeinsamen Lagerkammer. Sippenhaus. Aufs Sippenhaus. Gut, das Sippenhaus kann ich mir natürlich nicht leisten. Haus. Das Bad und Alter. Es gibt auf jeden Fall mehr als genug, würde ich mir meinen. Äh,
Ihr müsst mindestens eine Stufe 15 erreicht haben. Ja. Okay. Ja, ich glaube, es gibt mehr als genug. Also hier ist nur noch Sippe und kleines Haus. Kommt halt so ein bisschen auf die Lage mit an, ne? Roten Weg. Kann ich mir das nicht auch einfach mal hier... Doch, kann ich mir einmal angucken. Deinen Weg, das ist da. Nochmal eine Frage für einen Neuling in Notruhe. Wie hast du es eingestellt, dass Lebensbalken direkt über den Mobs sind? Warte. Muss ich jetzt zwar erstmal selber wieder suchen, aber du gehst hier bei Optionen auf Oberfläche und irgendwo. Irgendwo hier in dem ganzen Gewusel müsste. Lebensanzeige. Ja. Lebensenergie an und aus. Hier setzt du das Häkchen. Und zwar bei. Wie heißt es? Permanente Anzeige. Und dann kannst du hier irgendwo in der Liste hier unten. Relativ weit unten. Lebensanzeige an, aus. Schalten. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich. So, jetzt will ich noch mal kurz gucken. Ich würde ja gern Uferstraße. Uferstraße oder hier. Würde ich halt gerne. Wie darf ich euch zu Diensten sein? Uferstraße hier. Aber das ist halt mega teuer. Beifallweg. Bodenweg. Ich habe halt Angst, wenn ich jetzt da wieder drauf gehe. War hier einfach nur Ausführung. Das hier. Na gut, eigentlich ist das hier ja schon echt schön, oder? Da ist dahinter so ein Wasserfall. Da? Doch, ich glaube, ich habe mich... Ich glaube, ich habe mich entschieden. Ja, von innen sieht's, oder? Ja, jetzt auch wieder die Treppe. Ja, okay. Von innen sieht's allgemein gleich aus. Dann würde ich ganz ehrlich einfach sagen, wir kaufen uns das Haus. Wir kaufen uns das jetzt einfach. Uferstraße 1. Haus kaufen. Ja, komm. Oder kaufe ich den nicht und ich kaufe es mir dann. Vergiss es, ich habe es mal gekauft. So. Neue eigene Unterkunft. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eures Hauses. Vergesst nicht, eure wöchentlichen Unterhaltskosten zu entrichten. Ihr könnt diese Kosten über das Hausverwaltungsfenster bis zu 26 Wochen im Voraus zahlen. Ihr findet die entsprechenden Informationen im Hausfenster, das ihr über das Startmenü unter Charakter aufrufen könnt. Um euer Heim zu betreten, müsst benutzt die Reiseschaltfläche im Hausfenster. Verwendet die Fertigkeit Reise zu eurem Eigenheim. Vertretet durch das Tor des Viertels. Ein eigenes Heim gewährt euch bei Händlern im Viertel einen Rabatt wie eine neue Fertigkeit.
Ist euch gestattet, sofort dorthin zu reisen. Dann weißt du, wo ich immer abhänge. Okay. Kein Problem. Kriegen wir hin. So. Und da ist... Ja, 150 Silber, das geht ja. Was werden 6 Tage abgebucht? Spannung. 2.11. Ah, und dann bezahle ich so quasi. Ah ja. Eigentümer, alle Sippe. Okay. Stimmt, ich habe ja eine Dekoration habe ich ja sogar. Den bisschen. Das. Und das. Ja. Huch. So, bleibt einfach mal. Das ist... Ja. Ja, ich hab mein... Ja. Ich hab meine erste... Mein erstes Ding hier. Ich hab ein Haus! Das ist so geil. Der Moment, wenn man in einem MMO endlich mein Haus besitzt. So weird gerade. Meine Truhe! Ja! Lagerkammer. Gestattet Gegenstände mit allen Spielern zu teilen, denen ihr Zugang zum Lager eures Hauses gewährt. Okay. Ja, das ist bisher nur nicht viel. Hm. Nee. Kann ich das da reinziehen? Ja. Ich setze erstmal das hier alles damit rein. Und das, was ich erstmal so nicht brauche. Mhm. Perfekt. Sehr schön. Ja, mein Haus. Bin zufrieden. Bin echt zufrieden. So, dann habe ich hier einmal das Haus. Das.